In dieser Woche haben wir in der Koalition beschlossen, E-Fuels in Deutschland zuzulassen. Warum das wichtig ist, erzähle ich euch jetzt in 60 Sekunden. Ja, in der Koalition hier in Berlin haben wir entschieden in dieser Woche, dass wir E-Fuels in Deutschland zulassen wollen, um den Verkehrssektor klimaneutral zu bekommen. E-Fuels, das sind Kraftstoffe, die aus Wind und Sonne oder beispielsweise aus Reststoffen wie Frittenfett hergestellt werden. Sie sind also klimaneutral, anders als Benzin und Diesel aus Erdöl. Und es ist ein ganz großer Schritt, den Verkehrssektor klimaneutral zu bekommen. Seit vielen Jahren steigt Deutschland endlich wieder einmal in eine Technologie ein, anstatt dauernd nur auszusteigen. Die FDP, das wisst ihr, ist für Technologieoffenheit. Das Beste soll sich durchsetzen. Einerseits vielleicht elektrische Autos, vollelektrische Autos oder Hybride. Und auf der anderen Seite Verbrennungsmotoren, die dann aber eben klimaneutral betrieben werden. Die Entscheidung haben wir in Deutschland getroffen und jetzt ist die europäische Ebene dran. Da wird ja seit einiger Zeit über einen Verbrenner ausgesprochen. Das wäre grundfalsch aus unserer Sicht, denn Verbrennungsautos kann man eben auch klimaneutral betreiben durch synthetische Kraftstoffe, beispielsweise aus Wind und Sonne. Deswegen kämpfen wir in Europa dafür, dass das Verbrenner ausfällt und in Zukunft wir mehr Klimaneutralität im Verkehr haben.